Na, hey, ich bin der Jay, willkommen zurück hier auf meinem Kanal und bei Red. Bei mir ist es Sonntag, der 3. November 2019, bei euch ist es Montag höchstwahrscheinlich. Ich habe Urlaub und hatte gestern eine Meisterschaft, das heißt, heute wird meine Stimme ein wenig jetzt schon angesäuert sein. Nichtsdestotrotz, was sein muss, muss sein hier. Und ich bin auch dezent müde und mir tut alles weh und naja. Mal gucken, wie wir das hier hinbekommen. So, das sieht ja schon wieder so ein bisschen dunkler aus als wie sonst. Was ist das denn hier für ein Dreck? Der ist gerade erschienen, dieser Dreck. Ich habe es genau gesehen. Keine Ahnung, ob das irgendeine Bedeutung hat. Wahrscheinlich nicht. So, ja, nein. Gestern Nordostdeutsche Kampfsportmeisterschaft und so weiter. Und ja, wir waren alle ganz fleißig. Kurzen Überblick, ohne genaueres zu nennen. Ich habe zweimal Silber, einmal Gold mit nach Hause gebracht, ob ich will oder nicht. Diese Pokale werden echt langsam lästig. Das ganze Altmetall und weiß ich nicht. Und die Pokale sind ja eh bloß aus Plastik, aber die meisten passen nicht mal bei mir in die Schrankwand rein, weil sie irgendwie immer so ein Stückchen zu groß sind. Und ja, weiß ich nicht, was macht man damit? Was macht ihr mit euren Pokalen? Das ist immer so nervig. Die Medaillen gehen auch, die kannst du dann wenigstens irgendwo in eine Schublade tun, ja, aber die würde auch schon ein bisschen schwer an sich. Ja, schon seltsam, schon seltsam. Was machen die ganzen Leute, die das... Also ich mache das jetzt seit 3 Jahren. Kampfsport, 3 oder 4 Jahre oder sowas. Ich war bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Meisterschaft dabei und habe noch nicht mal wirklich viel mitgemacht, sondern halt immer bloß so die Katas und so weiter, Synchron und Einzeln und Anwendung und so Blödsinn. Ich mache noch nicht mal die Kämpfe großartig mit und habe trotzdem so viel Blödsinn schon da mitbekommen. Das ist also Blödsinn im Sinne von Zeug mit nach Hause zu nehmen. Und das ist echt nervig. Wenn du dann irgendwie so 2-3 Mal am Tag auf dem Treppchen stehst und jedes Mal so Zeug in die Hand gedrückt bekommst. Naja. Naja, wollte ich bloß mal so erwähnen. Ja, Spaß gehabt haben wir natürlich sowieso. So ist nicht. Da liegt ein Steak, das hole ich mir gleich. Würde ich mir gleich holen, wenn ich Lebensbedarf hätte. So, läuft hier eigentlich alles? Ich glaube, es läuft alles. Bin halt so ein bisschen tranig, also bin dann irgendwie so gegen... gestern am Samstag so gegen 18 Uhr oder sowas zu Hause gewesen wieder. Und hab dann erstmal ordentlich was gegessen. Schön gebratene Ente. Mit noch ein paar. Womit ist er jetzt abgehauen? Mann, warte mal. Gib mir das mal. Womit ist denn er jetzt hier abgehauen? Und wo will er überhaupt hin? Schreckt wieder die ganze Scheiße hier auf. Na gut. Wir holen uns den noch. Was wollen wir jetzt sagen? Ja, gegen 18 Uhr nach Hause gekommen und dann erstmal irgendwie was gegessen. Dabei aus vor lauter Langeweile. Eigentlich habe ich nicht wirklich hingeguckt. Da irgendwie Minority Report geguckt. Ist mal wieder bei Prime zum kostenlos gucken da und Bierchen getrunken zur Feier des Tages, muss auch mal sein. Und dann war ich auch so ein bisschen dösig und bin dann auch schon pennen gegangen. Also ich habe dann noch irgendwie, was habe ich dann noch geguckt? Harry Potter. ich habe dann noch einen Teil Harry Potter geguckt und zwar der Orden des Phönix. Und bin da irgendwie, wäre das da eingepennt, dann irgendwie nachts aufgewacht, hab mein Tablet ausgemacht und weggestellt und weitergeratzt. Und bin dann heute so gegen 7 Uhr aufgewacht und bin dann aufgestanden. Vor lauter Langeweile. Irgendwie mit Ausschlafen, mit Pennen ist bei mir nicht so, obwohl, ich bin dann eventuell vielleicht noch ein bisschen müde oder so, aber schlafen geht dann echt nicht mehr. Das ist manchmal nervig, ansonsten immer ganz gut, wenn man dann halt doch nicht wirklich den ganzen Tag verpennen will. Man hat ja auch noch mehr zu tun. Jetzt ist es bei mir übrigens 13 Uhr noch was, so wirklich viel Nützliches habe ich jetzt bis jetzt nicht gemacht. Und nach den 2 Aufnahmen werde ich hier irgendwie noch schön eine Runde spazieren gehen, um überhaupt irgendwas Produktives heute zu machen. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Sonntag bei mir an sich. Ja, nee, ich habe Urlaub. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub und werde das ganz gemächlich angehen. Bisschen Zelda aufnehmen, ein bisschen Wind Waker.
Und ansonsten nicht wirklich viel vor eigentlich in der Woche. Es ist wirklich jetzt echt mal eine Woche, wo ich nicht irgendwie sonstige Verpflichtungen habe. Ein Kumpel hat eine PS4 und wird dann Death Stranding wird rauskommen von Hideo Kojima. Und das werden wir uns mal da so einen Tag zu Gemüte führen. Wo ist denn jetzt hier? Bin ich bescheuert? Hier den Eingang zu der Höhle wollte ich mir eigentlich angucken. Außerdem müssen wir hier nochmal direkt, damit wir hier nicht nochmal hinter müssen, den die Markierung aktivieren. So, dann gehen wir in den Untergrund und dann geht das hier weiter. So, die zweite Markierung dürfte ja, hallo, irgendwo hier oben sein. Dich habe ich doch gewartet. Der Kollege hat mir doch die Moneten vorhin geklaut. Komme ich hier noch hoch? Ja, am besten über die Treppe. Ach ja. Ansonsten, ja, die Knuckles sind tatsächlich noch angekommen. Also die, was ist denn das hier? Ach so, hier ist ein Nest oben. Die Valve Index, die Valve Index Controller, Codename Knuckles, sind dann direkt noch am Freitag angekommen. Blöderweise wirklich dann genauso irgendwie so eine Stunde bevor ich zum Training muss. Um dann ganz spät nach Hause zu kommen und dann ganz früh wieder zur Meisterschaft zu latschen und zu fahren. Und ja, das heißt, die habe ich noch getestet. Die habe ich noch getestet. Sind halt diese mit diesen einzelnen Fingern, falls ihr die eine der letzten Folgen nicht gesehen habt, wo ich da schon von geschwärmt habe, dass ich die bestellt hatte. Und hatte mir dazu dann direkt auch von Valve selbst diesen Handsimulator oder sowas geholt, wo ich dachte, das wäre halt wirklich sowas wie Valve's The Lab, wo man dann das ein oder andere Stündchen mit irgendwelchen Fingerfertigkeiten, Fingerübungen verbringen kann. Aber nee, das ist wirklich bloß so eine 10 Minuten kurze Demo, wo du am Ende zwei Möglichkeiten hast, die abzuschließen. Und das war's dann auch schon. Es gibt keine Achievements, es gibt kein gar nichts. Also das fand ich ein bisschen seltsam. Da hinten war jetzt nicht die Markierung, ne? Nee, alles klar. Ach ja, das war, also was heißt seltsam, enttäuschend, muss ich sagen. Also, ach, ich weiß, es ist nur eine Technik-Demo, eine kleine Einführung quasi in diese Handcontroller und Fingercontroller quasi. Aber ein bisschen mehr hätten sie doch schon machen können. Finde ich. Hallo, komme ich hier hoch? Ups, tatsächlich. Für eine Kassette, na Gott sei Dank. Dankeschön für dieses Rumgesniper hier. Und, Warte. Gleich. Ja, der Bonus-Timer ist aber voll schade. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Warte mal kurz. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ah nein, und trotzdem diese 10-minütige Demo, wo dann auch tatsächlich dasteht, ja, also dies ist eine Technik-Demo für die Valve Index Controller, ja. Das steht da und es ist auch in den Systemvoraussetzungen angegeben, dies benötigt Valve Index Controller. Ja, und trotzdem gibt es die ein oder andere Pappnase im Forum von dieser Technik-Demo, die sich darüber beschweren, dass sie das mit den Vive-Controllern oder sogar vielleicht mit den Oculus-Controllern nicht abgeschlossen bekommen, weil sie diverse Übungen da nicht machen können. Kann man eigentlich noch bescheuerter sein, ja? Und dann beschweren sich da welche darüber, also offiziell noch von wegen zu wenig Content. Für eine Technik-Demo, die kostenlos angeboten wird, ja, wird sich dann offiziell noch darüber beschwert, dass da zu wenig Content ist. Also ich meine, natürlich kann man darüber lamentieren, aber warum denn in einem Forum sich offiziell darüber beschweren? Also, es ist, weiß ich nicht, seltsam. Das ist sehr seltsam, muss ich wirklich sagen. Und vor allen Dingen was... Was melden sich da nicht Valve Index Nutzer? Ja, Gott, ey. Und wieder die gleiche Scheiße von wegen. Warte mal. Dankeschön. Und auch wieder bei dieser Valve Index Technik Demo gibt es Leute, die im Forum anfragen, gibt es davon noch eine Nicht-VR-Version? Ich würde das gerne nicht VR spielen. Alles andere ist Gängelung von Nicht-VR-Benutzern.
Wie bescheuert muss man sein? Also, ohne Mist. Ich weiß nicht, ob ich diese Leute ernst nehmen soll oder nicht. Aber entweder sind das wirklich mehr oder weniger professionelle Trolle oder einfach nur wirklich geistig behindert. Ja? Also anders kann ich mir das nicht erklären. Kann man so dumm sein, ey, nee, ohne Mist. Also da kommt mir die Kotze hoch, ja. Da kommt mir die Galle hoch bei sowas. Hallo? Diese Tür ist hier irgendwie anwesend, aber führt ins Nichts. Das ist ja auch schön. Na gut. Whatever. Also ja, das waren meine letzten 2-3 Tage, wie ich die hier so verbracht habe. Und ja, mal gucken. Der Halloween-Sale ist, glaube ich, schon wieder vorbei. Ohne dass ich mir dieses wie heißt es? Carnage Chronicles geholt habe. Ich hatte halt geschwankt zwischen Carnage Chronicles, Apex Construct und dem Doom-Spiel, dem Doom VR, wo ich immer noch nicht weiß, welches ich mir davon hole. Hat alles irgendwie so seine Vor- und Nachteile. Am meisten geht mir ja wirklich mehr, also ich hätte ja gerne mal wieder so einen ordentlichen Rail-Shooter. Das Problem ist, was die für VR rausbringen, sind meistens keine Rail-Shooter. Keine Rail- und keine Wave-Shooter, wo irgendwie raffen die das nicht, dass Rail-Shooter halt sind. Du hast eine Welle von Gegnern, du stehst irgendwo stationär da, hast eine Welle von Gegnern und wenn du die mehr oder weniger erfolgreich abschließt, dann geht's in die eine oder andere Richtung automatisch weiter, ja. Dann kommt entweder so eine Übergangssequenz, wie du da hinkommst und dann beim nächsten stationären bist. Oder du blinkst halt rüber und gut ist, ja. Und was die für VR rausbringen, sind halt irgendwie so halb Ego-Shooter, wo du dich trotzdem noch irgendwie so mehr oder weniger frei bewegen kannst. Das finde ich kacke. Trüffelschwein, na Gott sei Dank. Wenn ich so einen Rail-Shooter habe, dann möchte ich mich darauf konzentrieren, da irgendwo rumzustehen und zu schießen, ja. Und nicht auch noch mit so halbgarem Rumgeteleporter ausweichen, ja. Das ist, weiß ich nicht. Finde ich nicht das, was ein Rail-Shooter ausmacht. Guns and Stories. Das hatte ich mir noch angeguckt. Das sieht recht interessant aus, aber auch so ein bisschen hektisch. Hier machen wir schon. Toll. Mal gucken. Ja, nee, Apex Construct sieht ganz interessant aus. Muss ich dazu sagen. Doom selbst hat da irgendwie auch so ein bisschen so einen Mittelweg. Hier geht's lang. Doom selbst hat da irgendwie so einen Mittelweg zwischen Rumgeteleporte und stationär Gedöns. Das weiß ich nicht. Am liebsten wäre mir wirklich für sowas immer eine Demo. Ja. Aber halt erst noch einen Eingang. Oder auch nicht. Ne, hier gibt's einfach bloß Funken, ne? Mehr ist hier nicht, alles klar. Wir sind Säuregedöns, ne? Alles klar, na Gott sei Dank. Also jedenfalls so wirklich Rail-Shooter gibt's nicht wirklich viele für VR. Obwohl das wirklich dieses Genre mehr oder weniger konzipiert ist für dieses verdammte Headset. Der Pirate Simulator, der ist mir auch, weiß ich nicht, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich von dem Rail Shooter auch erwarte. Da ist es irgendwie immer die gleiche Location, so wie ich es mir gekriegt habe. Und irgendwie immer auch die gleichen Wellen und dann fängt es halt damit an, Welle 1, Welle 2, Welle 3, Welle 4 und die sind immer die gleichen und je weiter du kommst, desto besser bist du, aber das ist mir ein bisschen zu langweilig und zu geradlinig. Aber so haben wir natürlich alle die eigenen Präferenzen quasi. So, das war's jetzt hier echt auch schon mit dem Untergrund. Ich habe auch oben nicht mehr Ausgänge gesehen. Hier, ach siehst du, ich habe nichts gesagt. Hier war noch ein Weg. Alles klar. Na Gott sei Dank. Und noch eine Erweiterung. Super. Also dass wir die Säurefüße haben, finde ich schon wieder sehr geil. Schön, schützt dich vor Giftangriffen, wenn aktiv, langsame Regeneration. Entschuldigung für diesen Verhasserballer. So heißt das, auch wenn jetzt Säure geschmissen wird quasi, sind wir dagegen immun. Hier ist der nächste, hier ist doch noch ein zweiter Ausgang. Okay, obwohl wir gar keinen mehr brauchen. Wo geht's hier hin?
Hier ist noch Boden, das sehe ich doch, bis hier. Das haben wir sehr selten, dass man den Boden auch nochmal öffnen kann. Und hier ist nur Mist drin, na Gott sei Dank. So, na gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es hier rausgeht. Das kann ja nur irgendwas extra sein. Wahrscheinlich so eine Auftraggeberin auf ihrer kleinen Insel. Oder noch so eine Kiste. Na Gott sei Dank, auch diesmal mit Erfahrungspunkt. Das ist doch schön. Cobra-Kopf. Auch schön. Das kannst du mal sehen. Das ist ja wieder ein sehr gediegener Lauf heute. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das bist du und das bist du. Alles klar. Na gut. Okay, dann kann Chefchen Nummer 1 ja kommen. Meine Fresse. Es geht ja wie's Brötchen backen heute. Jetzt noch so den Nackenbuddy dazu. Der sich noch so ein bisschen um den Gegner kümmert, das wäre eigentlich ganz geil. Aber an sich. Halt, stopp, warte mal. Hier war ja noch ein Händler. Was gab's denn bei dir noch? Ich sehe die Lungen und ich sehe ein permanentes Upgrade. Was bist du? Größere Reichweite. Okay, Mutter, bespritzt deine Gegner mit Pheromongedöns. Das mag ich jetzt nicht so. Aber den hier würde ich gerne mitnehmen. Hab aber nicht genug Kohlen. Das ist schade. Warum klappt denn das bei dir jetzt? Ach so, okay. Also das Terminal-Gedöns, was wir normalerweise haben, dass wir Geld transferieren können von unserer Bank als Titanium-Mitglied, das scheint in der Daily-Challenge nicht zu funktionieren. Wäre ja halt unfair gegenüber anderen, die es quasi noch nicht nutzen können. Auch noch nicht zur Verfügung haben. Aber naja, whatever. Ah! Ja, komm einfach hinterher. Ist okay. Einfach durchgehen da. Dankeschön. Super, Nummer 1 ist tot. Und Nummer 2 ist tot. Das klappt ja. Wisst ihr, so macht man das. So ein paar Kassetten und ein Herz aufsplitter. Sehr gut. Jawohl. So, hier könnte man noch das ein oder andere Steak eventuell finden. Sehr schön. Und dann können wir vollgefuttert quasi direkt weitermachen. Steak Nummer 2. Schön. 6 Floppies auch. Meine Fresse. Heute Ressourcen im Überschwung, so wie es aussieht. Loading. Also ich kämpfe hier gerade mit meinen Stimmbändern. Also obwohl ich gestern halt nicht gekämpft habe, sondern nur meine Cutters durchgezogen habe, habe ich natürlich im zweiten Teil. Also früh vormittags sind immer die Cutters dran und ein Bodenkämpfe geht, glaube ich, den ganzen Tag und Karate. Karate machen sie, glaube ich, auch den ganzen Tag soweit. Weil das immer so viele Pools sind. Aber unsere Kämpfe, wir machen Combat Arnis und Stockkämpfe. Also Bo halt in dem Fall. Die kommen immer irgendwie erst Nachmittag. Kickboxen war diesmal gar nicht vertreten. Also nur mal so am Rand. Und jedenfalls, ja, man feuert natürlich seine Teammitglieder an. Na? So ist nicht und dann geht das doch ganz schön auf die Stimme. Ach ja, das heißt hier ganz geschmeidig heute ein, zwei Folgen aufnehmen, so gut wie es geht. Die Stimmbänder schön geschmeidig und flüssig halten, wie jetzt zum Beispiel, warte. Und dann sollte ich das hier eigentlich nichtsdestotrotz ganz gut über die Bühne bekommen. Herz mit Hose, Splitterung Nummer 2. Oh, was haben wir denn hier drin? Ghetto Blaster, mehr Kassettenfunde. Wisst ihr, einfach mal so ein grünes Dauer-Passive-Upgrade. Das ist cool. Das heißt aber auch, wir haben in der letzten Folge gelernt, beziehungsweise aktiv mitbekommen, dass es verschiedene Sorten auf der Passive-Upgrades auf der rechten Seite gibt. Und die sich in Form der Farbe unterscheiden. Das heißt, wenn wir jetzt ein weiteres grünes bekommen, wissen wir, dass das auszutauschen geht. Wenn wir aber ein lilanes sehen, dann wissen wir, dass wir das extra behalten können. Halt, wir können in die Suppe rein. Sehr gut. Da ganz schön viel Suppe heute. Floppy Keys. Floppy Keys. Noch eine Floppy. Meine Fresse. Nee, war bloß eine Kassette. Schon wieder verguckt. Wer hätte es erwartet? So, Eingang Nummer 1. Mal kurz auf die Karte geguckt. Viel haben wir noch nicht geschafft hier. Dafür umso mehr geredet. Wahnsinn. Ach ja. Ja, wie war eure Woche? Beziehungsweise euer Wochenende? Ist ja schon wieder Montag bei euch. Hahaha. Der des Videos
war übers Wochenende in Berlin und ja, auch mit der Familie. Wir haben Konzertkarten bekommen. Wir haben Konzertkarten aus irgendeinem Grund geschenkt bekommen und also gut, was heißt aus irgendeinem Grund? Also ich kann mir den Grund denken, denn es waren Dieter Bohlen Konzertkarten. Also die haben so wahrscheinlich, da haben sie wahrscheinlich gleichzeitig noch von irgendjemandem Geld dafür gekriegt, dass sie die auch wirklich geschenkt wollen. Weiß ich nicht, ne, keine Ahnung. Also ich würde mir, glaube ich, nicht mal geschenkt Dieter Bohlen angucken, erst recht die Reise dafür tätigen, um Dieter Bohlen angucken zu dürfen. Der Typ kann einfach mal gepflegt verrecken, ist so. Finde ich, meine Meinung. Der Typ nervt einfach schon viel zu lange. In egal welcher Form. Sei es nur in Form dessen, dass er uns das Gehirn verquellen lässt mit seiner ekligen Musik. Oder seinen Nadelkapriolen, die da mal in waren. Oder aber, dass er mental irgendwelche Leute bei Deutschland sucht den Superstar foltert. Ja. Finde ich. So, hier geht's auch nicht weiter. Meinetwegen. Ach ja. Ja, nein, und wäre nicht so viel verflucht viel hier gewesen die Woche und das Wochenende, hätte ich mich vielleicht überreden lassen, auch mal nach Berlin zu fahren. Ist nicht so weit. Ist nicht so weit von hier aus. Stündchen und eine halbe oder so. Und so wirklich teuer ist es auch nicht, weil VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Also das hätte echt nichts gekostet. Ich glaube ein Zehner oder sowas. Vielleicht auch 20, weiß ich nicht. Floppy Disk, ja gerne doch. So. Aber zu viel zu tun leider. Deswegen hat das nicht geklappt. So, hallo. Viel zu viele Gegner hier auf ganz wenig Platz. Au, hat er mir echt noch eine verplättet? Gibt's ja nicht. Ah, du auch. Auch du, Brutus, meine Fresse. So, was haben wir hier irgendwas, was irgendwie interessant ist, außer die paar Gegner? Nee, ne? Nicht wirklich. Ich sehe auch nichts. Das Trüffelschwein habe ich bis jetzt... Oh, hallo, noch einer. Du kannst mir mal hinterherlaufen, dankeschön. Danke, ausgezeichnet. Das Trüffelschwein, war das mit den Früchten? Ich glaube ja, ne? Das andere war dieses irgendwie allsehende Auge. Warum wackelt denn der Stuhl hier vor sich hin? Whatever. Na gut. Ja, das Trüffelschwein war das mit den Früchten, mit den Tropfrüchten. Halt, stopp, bin ich bescheuert. Wir können ja abkürzen. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nee, ne? Ich glaube auch nicht. Na gut. So, aber hier brauchen wir irgendwie noch irgendwoher drei Markierungen, meine Fresse. Und ich habe auch mal so gemerkt, also Adventures für die Vive, beziehungsweise für Virtual Reality sind warum auch immer echt selten. Ja, und da, also es gibt viele, viele so eine Exploration-Spiele, eigentlich Adventures mal genannt. Das Problem ist, die meisten sind nicht für mich geeignet, weil ich kann so eine Horrorspiele absolut nicht leiden. Also die wirklich bloß auf so Jumpscares abzielen, von wegen, guckst in die eine Richtung, ist nicht zu sehen, guckst in die andere, guckst du wieder in die Richtung, steht da einer da und macht ugly bugli boo, ja. Das mag ich absolut nicht, kann ich nicht leiden. Und auch halt einfach mal Dunkelheit oder sonst was, wo dann einfach mal einer um die Ecke gesprungen kommt und bla macht, ja. Mag ich nicht, brauche ich nicht. Also Horror ist bei mir Psycho-Horror und nicht, dass einer um die Ecke gesprungen kommt und ugly bugli boo sagt, ja. Das brauche ich nicht. So, und das heißt ja, das schreckt mich mit diesen Sachen ziemlich ein. Wie heißt das von den Mystmachern? Ach, nee, nicht Occupation. Meine Fresse.
weiß ich nicht, das von den Müßmachern, das ist eins, was man sich antun kann. Das Problem ist, dieses VR-Spiel gab es vorher ohne VR und da habe ich es mir natürlich geholt und da habe ich es natürlich durchgespielt. Das heißt, wenn ich das jetzt spielen würde, das wäre genau das Gleiche. Ich kenne schon alles davon, brauche ich nicht. Ich hab's mir, das VR-Update war zwar kostenlos, aber was will ich denn jetzt damit noch? Ich meine, einfach von wegen des VR-Erleben, das reicht mir dann in dem Fall leider nicht aus. Weil das war auch nicht unbedingt ein kurzes Spiel. Oh, hallo Dongel. Das ist jetzt ein grüner. Ach, Mutationsdrink, ich habe nichts gesagt. Mutationsdrink-Giftblase enthält eine Giftblase, die du aufnehmen kannst. Ist das wieder sowas Temporäres? Ach, das war das für mein Giftgedöns. Das heißt, ich kriege jetzt mehr. Ich habe mehr Gift-Output. Alles klar. Schön verwechselt. Na gut, wenn es sein muss. Ach, meine Güte. Eins nach dem anderen hier. Beast-Modus. Bodycheck mit Pferdekraft bei Mutanten. Bitte was? Ach du Scheiße. Haben wir nochmal. Wir haben jetzt den. Warte mal, das muss ich mir näher angucken. Wir haben jetzt einen Schlangenkopf mit mehreren Hörnern oben drauf. Kannst du mal bitte schneller drehen. Und haben einen komischen vierfüßigen Pferdekörper. Und der Rest ist noch original. Alles klar. Der Kopf sieht sehr lustig aus. Okay. Meine Fresse. Bodycheck. Welche Taste ist denn das? Ach, das ist diese Taste. Alles klar. Wir können jetzt hier bodychecken. Rums, bums, aus die Maus quasi. Huch. Hat nicht wirklich viel gebracht. Aber zumindest finden wir jede Menge Früchte. Um das Ganze hier erträglicher zu machen. So, bringt mir leider nichts. Hier unten ist sehr wenig Platz zum Bodychecken. Au. Katsching. Das war die falsche Taste. Warte. Au. Achso, du hast auch Dingsbums. Warte doch mal. Komm mir doch mal einfach hinterher, bitteschön. Danke. Warum denn einfach, wenn es so kompliziert geht? Hier ist das nächste Ding. Pferdestärkenboost. Alter, heute ist ja auch. Pferdestärken. Achso, das ist temporär, ja. Toll. Alles klar. Können wir den Trubfrucht gleich essen? Haben wir noch mehr davon gefunden? Aktuell noch nicht. Okay, und die nächste, die wir da finden, werden wir auf jeden Fall in den Automaten unten stecken. Hallo. Gott, was ist hier heute wieder los? Solange es Feuer ist, werden wir uns bei den Lore hier antun. Little is known of the ancients. Kenn ich schon. But it can be said with authority that they wore their sunglasses at night. Hahaha, kannte ich doch noch nicht, aber naja. I wear my sunglasses at night, so I can, bla 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 bla. Wo war, von wem war denn das Lied? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wenn einer das Lied kennt, sagt mir Bescheid. Ich google das jetzt nicht. Hier liegt noch eine Kassette. Achso, hier drüben waren wir schon. Okay. Turbo-Modus. Jawohl. Also wir sind schnell. Das ist schon mal schön. Hier ist die nächste Markierung. Und ich glaube, den Pferdekörper hatte ich vorher noch nie gehabt. So, ansonsten, Black Future 88 hat einen Release-Termin und zwar der paar 20. November, glaube ich. War es irgendwie so der 21. oder sowas. Das heißt, wir haben ja noch so ungefähr einen halben. Och, du Scheiße. Wir haben ja noch irgendwie so einen halben Monat Zeit und dann werde ich wieder mal bei Black Future 88 reingucken. Ja. Und dann Red entweder pausieren oder erstmal wirklich eine Weile liegen lassen, was so ziemlich aufs Gleiche hinausläuft. Ah, nein, das war gar kein Fall. Ich hab mich noch in der Ecke irgendwie verfriemelt gehabt. Kann ja mal bitte jetzt irgendwie so ein Drink oder sowas droppen, dafür, dass ich das Trüffelschwein Upgrade habe, finde ich erstaunlich wenig Früchte hier. Muss ich sagen, das sollte doch bei Nacht gerade zu sehen sein. Schade eigentlich, sonst lungern die eigentlich so ziemlich überall rum, diese Früchte. Aber hier irgendwie nicht. Hallo?
war auch übrigens erst Markierung 2 von 3. Meine Fresse. Oh, hallo Händler. Du hast Mutationsdrink, gesträubtes Fell. Kritische Treffer, das nehmen wir natürlich gerne. Und hier könnte ich mir jetzt auch einen Drink holen. Ich bin aber zu geizig. Ich bin irgendwie zu geizig für den Drink. Ach man. Was ist denn, wenn wir dieses permanente Upgrade jetzt der Statue gegeben hätten? Das ist scheiße, das hätte ich eigentlich mal testen müssen. Warum blinkst denn du hier? Hier waren wir überall schon. Wo war ich noch nicht? Ach so, Untergrund muss ich noch. Na, siehst du, sagt das doch einer. Oder waren wir da schon? Bescheuert? Nee, doch, tatsächlich. Ah, hier muss noch einen zweiten Ausgang geben. Waren wir schon beim zweiten Ausgang? Auch schon, ne? Hä? Es kommt auf einmal, wenn du die ganze Zeit quatscht. Wo ist denn die dritte? Das muss ja hier irgendwo sein. Da unten war... Achso, hier ist der Eingang, alles klar. Ich wollte gerade sagen, da unten waren wir schon, stimmt aber nicht. Ah ja, hier links. Mensch, ey, wahrscheinlich fünfmal dran vorbeigelaufen. Raus aus dem Feuer. Immer schön raus aus dem Feuer. Hat ja mal irgendeiner irgendwas zu essen? Das ist ja nervig. Hallo. Nein, mach nicht sowas. Wehe, du sniperst mich jetzt hier mit einem verdammten Schuss weg, du Penner. Liegt hier irgendwo eine Frucht? Hier liegt keine Frucht rum. Bin ich bescheuert? Das ist doch einfach nur fies. Ich sehe keinen Schimmern. So, Markierung 3. Das sind ja Top-Voraussetzungen für den Chefchen. Ich glaube, ich muss wirklich den Drink kaufen. The way forward is open. So, halt, stopp, völlig falsch gelaufen. Nein, oh, scheiße, ich dachte jetzt gerade, da ist ein Abgrund, aber ist Gott sei Dank die Felswand. Das ist quasi das Gegenteil davon. Ja, ich gehe ja gleich rein. Lass mich erstmal nochmal hierher. So, na gut, dann hier. Wenigstens ein wenig was. Ich sehe echt auf der Karte auch überhaupt nichts. Was, irgendwie... Hier unten haben wir noch eine Kiste. Wo bin ich denn? Hier. Die ist aber auch schon offen. Mann, die könnte echt anders dargestellt werden auf der Karte. Na gut. So, der zweite ist ja immer so dicker. Und den werden wir jetzt schön hinter uns herlatschen lassen. Immer schön in die Säure rein. Komm schon. Nein, nicht vorbeilaufen. Außerdem müsste ich ja mal dringend die Dinger auch... Das machst du ganz toll. Da, das ist parallel dazu laufen, ist doof. Hallo. So sieht's besser aus. Dankeschön. Sehr gut. Das sieht doch gut aus. Ja, was war noch gewesen? Diablo 4 hat jetzt einen Release-Termin. Habt ihr das mitgekriegt? Was mich da ein bisschen dran gestört hat. Nee, Quatsch. Nee, hat keinen Release-Termin. Diablo 4 wurde angekündigt. Ich hab nichts gesagt. Diablo 4 wurde angekündigt. Ohne Release-Termin. Dafür aber mit gleich zwei Videos. Das eine ist ein 10-Minuten-CGI-Trailer, ja, was nicht wirklich irgendwas über das Spiel sagt, außer von wegen, ja, Leute, die sterben und wer die Endgegnerin wahrscheinlich sein wird, und das ist hier Lilith. Lilith, oder wie sie sich schimpft, ja, und das ist alles, was aus dem CGI-Trailer hervorgeht, mehr ist da nicht, ja, und dafür 10 Minuten, ja, geil, ja, 10 Minuten Zeit, überhaupt nicht gut investiert, ja, und der CGI-Trailer war auch bestimmt nicht billig, ja, hast du ganz toll gemacht, Blizzard, ja, und dafür gibt es dann auch eine Minute Gameplay-Trailer, ja, es gibt eine Minute Gameplay-Trailer von der E3 oder sowas, wo irgendwas zusammengeschnitten wird und drei Klassen mehr oder weniger angekratzt werden, dass sie zumindest mal gesehen werden, und das war's aber auch schon, also andersrum hätte mir besser gefallen. Die CGI-Trailer können sich echt in die Haare schmieren, weil das ist ja eh bloß Augenwischerei. Habe ich jetzt überhaupt eingesammelt, was da rumlag? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich das Herzgedöns eingesammelt? Scheiße, hat da irgendwer drauf geachtet? Es sieht so aus, denn wir haben 4 Herzen. Okay. Ist das jetzt schon der Wald? Sieht so aus, ne? Hat bestimmt gerade da gestanden, habe ich aber auch nicht drauf geachtet. Ja, nein, Diablo 4, ich freue mich tierisch. Hier ist es Trüffelmäßiges, ja toll. Das können wir jetzt aber überhaupt nicht mehr gebrauchen. Was soll denn das? Jetzt sind wir nämlich schon wieder voll hier. Und euch brauche ich mit der Säure gar nicht ankommen.
Gesträubtes Fell gefällt mir natürlich jetzt hier mit mehr. Mit mehr kritischen. Sehr gut. Shadowwood. So, und ansonsten, hallo. Warum skippt er? Was ist denn hier los? Diesen Effekt kenne ich noch absolut überhaupt nicht. Komm mir mal bitte hinterher. Was ist mit diesem Riesenhirn gerade? Seid ihr immun? Nee, ihr seid nicht immun, aber ihr seid ja nicht durchgelaufen. Das war das ganze Problem gerade. Ja, lauf doch mal weiter jetzt hier. Mann, ey. Verfriemeln sie sich irgendwie da drinnen. So, ihr seid tot. Sehr schön. Was ist denn jetzt mit dir hier unten? Du bist auch noch da und der Typ da hinten, der gibt einfach nicht Ruhe. Also der Effekt ist ja mal die Härte gerade. Nun komm mir doch mal hinterher hier. Verdammt nochmal. Hau ab. Was ist mit dem verdammten Hirn hier? Hier ist so eine halbe, schon wieder so eine halbe Statue, wo man auch hoch kann und das war es aber auch schon. Hier drüben haben wir eine Tür, die habe ich gesehen. Aber das ist ja relativ normal, aber was ist denn jetzt, was hat es jetzt mit hier mit dem Ding auf sich, ey? Ich kann da sogar irgendwie so ein bisschen hoch. Oder auch nicht. Whatever, Riesenhirn, kein Plan. Ist auch nicht wirklich auf der Karte markiert. So, hier haben wir wieder so eine, wieder sowas, was das Ding jetzt gibt. Ach Gott, du schon wieder. Lauf mir einfach hinterher. Lauf mir doch einfach hinterher. Kann doch nicht so schwer sein. Ich sehe aber auch nichts. Ja, nein, Diablo 4. Ich freue mich tierisch drauf, weil der dritte war zwar super, aber die Optik hat mir nicht gefallen. Und der vierte, also der war halt einfach... Der sah mir zu sehr nach WoW aus. Ich hasse dieses riesig erscheinende irgendwas, deine clicky bunti Gummibären-Grafik dazwischen, ja. Das fand ich ästhetisch nicht ansprechend. Die Handlung hat mir ganz gut gefallen, bin ich mitgegangen und die Zwischen-CGI-Movies, die waren vernünftig, ja. Aber im Spiel muss das alles clicky bunti World of Warcraft-mäßig aussehen. Halt irgendwie Hearthstone WoW typisch, ja. Also fand ich nicht gut, ja. Immer meine Meinung hier. Ich repräsentiere nur die Meinung von mir selbst hier. Nein, der vierte soll ein bisschen optisch ein wenig düsterer werden quasi. Und das ist auch gut so. Du hast drei permanente Tränke hier. Mutationsring, gesträubtes Fell nehme ich auf jeden Fall. Haben wir das Ganze nämlich plus zwei. Oder mal zwei, sehr schön. Größere Reichweite ist mir egal. Und Heißfuß, hatten wir Heißfuß schon? Ich glaube nicht, ne? Wir haben so ein dezentes Feuerherz unten. Das war es aber auch schon. Aber mehr ist ja sowieso besser. Heißfuß, sehr schön. Jetzt können wir uns das schön hier quasi wegignorieren, wenn hier Lava kommt. Bist du schon mal durch die Säure gelaufen? Du siehst mir ein bisschen so angeschlagen aus. Katsching! So, ein Dingsbums, ja. Und Nummer 2. Und die Nummer 3. Sehr gut, haben wir euch auch. Und Nummer 4, na toll. Mit Nummer 4, da hat keiner was davon gesagt. Gott, ja, lauf einfach durch alles durch, ist okay. Machst du super. Komm doch mal weiter hier. Was ist denn los? Magst du nicht mehr? Na dann nicht. Mach ich dich halt so fertig, ist mir auch egal. Au, die Explosionen nerven noch. Ja, na, komm doch mal mit hier. Mensch, Junge. Wisst ihr, so muss das. Sehr schön. So, das sieht mir jetzt schon aktuell sehr erfolgreich aus. Wenn ich das jetzt noch irgendwie durchhalte, ist es alles okay. Irgendwie wäre ich dann trotzdem meistens von irgendwas überpowert. Das ist sehr seltsam.
Meistens einfach, weil dann plötzlich mal zu viel los ist, wie hier zum Beispiel quasi. Jede Menge Gegner, die irgendwas machen, und beziehungsweise Gegner, die alles gleichzeitig machen, das ist doof. Du hast noch gar keinen Schaden bekommen, warum eigentlich nicht? Ah nein, siehste, ich habe zweimal wegrollen gedrückt, bin dann aber nicht weggekommen, weil ich zwischen dem Typen, zwischen dem Feuerspucker und der Säule war. Habe ich genau gesehen, konnte ich nichts gegen machen. Klasse. Ach so, Scheißdreck. Ja, es war mir irgendwie klar, dass ich hier nicht besonders gut abschneiden werde gegenüber anderen, ja, weil das war ein sehr einfaches Startsetting. Mann ey, so ein Mist aber auch. Na gut. Na ja, dann wäre es das heute gewesen mit der Folge Red vom Sonntag, dem 3. November. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat gefallen. Sagen wir es heute halt mal andersrum. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.